Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida, wir sind zurück im Kloster in Kingdom Come Deliverance und ich muss mich an diesen Tagesplan halten. Ich habe es jetzt letztes Mal mitbekommen, dass die sehr streng sind. Ich darf nicht irgendwo hinlaufen, wo ich nicht hingehöre, außerhalb der bestimmten Zeit. Und das wird, ich fürchte, das kann wirklich frustrierend werden, weil ich ja auch durchsucht werde. Und wenn ich dann irgendwann meinen Dietrich habe, dann darf ich mich nicht mehr erwischen lassen, weil ich sonst durchsucht Edo werde. in unum deum patrem Und dann ist er wieder omnipotentem, weg. Und auch das mit dem Blut und futurum alles, das wird, glaube ich, echt. ille Das kann echt ätzend werden. Na gut, schauen wir mal. Ich muss jetzt mich mit Bruder Neflas unterhalten. Ich soll arbeiten. Gelobt sei Jesus Christus. Komm auf den Punkt. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue heute zwei Hahnenschreitränke. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Okay, was ich hier immerhin bekomme, sind Punkte für Alchemie. Gut, also Hahnenbluttrank. Zeig mal her. Achso, der war das. Hahnenschreitrank, hat er gesagt. Baldrian und Minze brauchen wir. Okay, Baldrian und Minze. Habe ich jetzt noch was im Inventar eigentlich? Lass mich mal raus. Nee, also die ganzen Kräuter haben sie mir weggenommen. Oh nein, ich habe echt Angst. Oh mein Gott. Also Baldrian. Und Minze. Mal gucken, ob ich jetzt wieder zwei Tränke bekomme. Stopp, ich will nochmal kurz sicher gehen, ob ich wirklich Hahnenschreitrank machen muss. Optional ist es. Optional, aha. Brauche zwei Hahnenschreitränke. Gut. Oh mein Gott. Liebe Leute, lasst euch nicht ins Kloster bringen irgendwie. Okay, bereiten wir das mal vor. Zweimal Minze kleinern, verkleinern. Achso, erstmal, was war das? Alkohol. Zweimal Minze. So. Das packen wir jetzt. Ich weiß nicht, geht das beides da rein? Oder müssen wir beides erst nacheinander zerkleinern? Ich versuche es mal beides reinzupacken. Ich weiß nicht, ob das jetzt als 1 zählt oder als 2. Wir werden es gleich sehen. Okay. Jetzt eine Runde kochen lassen. Heiz an, heiz an. Okay, jetzt geht's los. Stell das Ding auf, los. Oh Mist, das hat doch nicht gereicht. Ah, das hat kurz gekocht. Mach, schneller. Aber ein bisschen länger kochen lassen. Eine Runde kochen, dann kommt's. Bald sie rein. Shit, das ist schon viel zu lang, glaube ich. Und zwei Runden kochen. Komm, dreh um. Hopp, 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 hopp. Husten! Ich glaube, zweimal ungefähr ziehen gibt einmal kochen. Also einen Durchlauf. Gut, und jetzt destillieren. Müssen wir das noch erkalten lassen oder ich weiß es nicht. Ich fürchte, das geht diesmal in die Hose. Vielleicht passt das nicht ganz. Es hat geklappt! Und schon wieder zwei bekommen. Ach, das ist ja gut, okay. Ja, anscheinend bin ich so weit, dass ich jetzt immer zwei Tränke brauche für einmal Zutaten. Super. Was wünschst du, Bruder Gregor? Okay. Stopp mal. Ist es nicht Neflas? Moment mal, ich habe das doch gerade fertiggestellt, oder? Liefere die Tränke ab. Gelobt sei Jesus Christus. Das ist doch Neflas, oder?
Das ist Nevlas. Ich soll die Tränke abliefern. Das ist aber der. Gestern Was stand. Möchtest du? Nevlas ist hier. Ich bin verwirrt. Nein, ich will dich überhaupt nichts fragen. Ich will überhaupt nichts mit euch zu tun haben, ihr Trottel. Ja, also Nevlas akzeptiert sie nicht. Und daher kriege ich Ärger, weil ich nicht arbeite. Jesus Christus. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Okay. Vielleicht muss ich einfach eine Weile abwarten. Vielleicht denkt er noch nicht, dass ich jetzt schon fertig bin. Und hier darf ich wieder nicht raus. Ja. Aber ich darf doch theoretisch bewundern. Rudolf hier. Was? Achso. Bewundern. Theoretisch darf ich da rein. In den Garten. Jetten helfen. Okay, hier darf ich Jetten helfen. Salbei, Johanniskraut. Da bringt es ja wenigstens noch ein bisschen was ein hier. Ein bisschen was an. Ja, Skillpunkte für Gärtnerei. Nicht, dass ich jetzt irgendwie das falsche Zeug wegrufe und sie sagen, du bist nur das Unkraut. Oh mein Gott. Ja, ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, was ich genau einsammeln soll, damit ich irgendwas Sinnvolles braue. Was möchtest du? Nein, überhaupt nichts. Geht fort! Wobei das Reden bringt ja. Gelobt sei Jesus Christus. Bringt ja alles Redepunkte. Redekunstpunkte. Erzähl mir von den anderen Novizen. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und viele Freunde, aber ich finde nicht, dass er hierher gehört. Er verbringt zu viel Zeit mit Träumereien und vernachlässigt seine Pflichten. Ich frage mich, warum er noch hier ist. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn längst hochkant rausgeworfen. Okay. Das klingt, als hättest du nicht viel für ihn übrig. Ich traue ihm nicht mal so weit, wie ich ihn werfen könnte. Glaub mir, er verbirgt etwas vor uns. Nun, da ich darüber nachdenke, ich habe ihn schon lange nicht mehr beim Morgengebet gesehen. Aha. Das hat er gesagt, dass er da nicht hingeht. Was weißt du über Lukas? Niemand weiß viel über ihn. Ein stiller Junge. Wenn du mich fragst, hat er etwas zu verbergen. Ich an deiner Stelle würde mich von ihm fernhalten. Hast du denn einen Grund, ihn zu verdächtigen? Viele und doch keine. Okay. Die Zirkatoren verachten ihn und sie würden gewiss nie jemandem ohne Grund bestrafen. Boah, heftig. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und viele Freunde. Das hatten wir schon. Ich frage mich, warum... Das hatten wir schon. Hält fort! Ja, liebe Leute. Baldrian. Ich weiß, dass ich echt Probleme kriege mit der Quest. Weil ich irgendwie einen Schritt in die falsche Richtung gehe und dann gibt's Ärger und dann ist alles, was ich erreicht habe, weg. Oh mein Gott. Das hätte ich nicht gedacht, als ich hier angefangen habe, dass das wirklich so streng ist. Also klar, logisch ist es schon. Die haben halt ihre strengen Regeln gehabt. Mussten sich natürlich dran halten. Aber ich hätte gedacht, ja, ich bin Novize, deswegen habe ich Welpenschutz. Und kommt er auf mich zu? Geh bloß weg. Der hat mich gar nicht gesehen. Der hat durch mich durchgeguckt. Trottel. Ja, ich hätte gedacht, wenn ich einmal oder zweimal oder dreimal oder fünfmal auf dem Flur erwischt werde, da kann ich mal sagen, ich bin ja erst seit kurzem hier. Komm, ich weiß wirklich nicht, wo es genau ist. Ich hätte gedacht, dass er da noch so ein bisschen nicht sofort in den Kerker geht. Echt krass. Ja, Distel. Jetzt habe ich ein bisschen was gesammelt. Bestimmt könnte ich damit irgendwelche Kräuterdinger schon herstellen. Irgendwelche Tränke. Ne? Ja, ich habe einiges... Oh, doch, einiges gesammelt. Boah! Richtig krass gesammelt hier. Der eine wollte halt was zu essen haben, der Kellerer. Da muss ich gucken, dass ich mich jetzt mal ein paar Stunden einfach ans Klosterleben halte. Bis es Nacht ist oder bis Freizeit ist. Und dann kann ich rumschleichen vielleicht. Kann ich mal die Glocke hier läuten? Kann ich nicht. Oh mein Gott, das ist heftig.
Na gut, also, was steht als nächstes an? Wir haben jetzt, ich habe jetzt schon gar nicht mehr. Keine Ahnung, wie spät es ist. Es müsste jetzt irgendwie Vormittag sein. Um 12 Arbeit in der Bibliothek. Krass. Gut, es sind noch 2 Stunden. Darf ich da jetzt mal kurz gucken? Wo muss ich hin? Shit, ich habe mich wieder verlaufen. Zum Heulen. Ist es so rührend? Oder ich war ja einfach. Ups, jetzt habe ich eine Stunde gemacht. Ich warte hier bis zu 12 und dann weiß ich ja, wo ich hingehen muss. Und dann darf ich hoffentlich auch dahin gehen. Bruder? Was tust du hier? Ach Solltest du komm! nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Du hast recht, Bruder. Das ist die zweite Verwarnung. Noch einmal und du wirst bestraft. Ja, ich missachte meinen Tagesplan. Ich muss irgendwo hin. Schnell in die Bibliothek, oder? Wo muss ich denn hin? Zweite Warnung, da gibt es eine Strafe. Ich dachte, Kerker ist schon eine Strafe. Oh mein Gott, das wird so schlimm, liebe Leute. Ich muss in die Bibliothek. Oh mein Gott. Liefere die Tränke ab. Habe ich immer noch nicht gemacht. Stimmt, das habe ich vergessen. Wo darf ich denn hin? Tränke abliefern. Hier bin ich richtig. Mönch. Was möchtest du? Ja, hier, Tränke. Geht gar nicht. Okay, das war ja auch bloß optional. Anscheinend ist es ja nicht genau 12. Ich muss theoretisch immer noch hier sein. Moment mal, ich war da vorne im Garten und der kam auf mich zu und hat gesagt, ich darf ja nicht sein, obwohl da nichts steht, dass ich nicht sein darf. Da ist ja diese Meldung nicht. Warum zur Hölle kam der auf mich zu dann? Oh mein Gott, ich will mein Fenster, mein Kopf einschlagen hier am Fenster. Oh, das ist so schlimm hier. Ja, ich kann denen meine beknackten Tränke einfach nicht geben. Aber ich könnte vielleicht ein bisschen. Ja, komm, dann werde ich hier ein bisschen rumbrauen. Irgendwas machen. Irgendwas, ganz egal was, vielleicht kann ich es eintauschen. Und hoffe, ich wird mir der Dietrich da nicht abgenommen. Oh mein Gott. Oh, ich könnte. Ach nee, Mist, Retterschnaps kann ich nicht, weil es fehlen Tollkirschen. Gehe zur Arbeit ins Skriptorium. Melde dich bei Bruder Cyrillus, dem Bibliothekar. Schande, Schande, Schande. Okay, das ist jetzt wo? Hinter mir. Da irgendwo. Es gibt also anscheinend so eine Zeit, wo man hin und her laufen darf. Bruder. Bruder Nevlas sagt, du hättest deine Arbeit für ihn nicht zu Ende Das gebracht. ist doch nicht. Hast du die Lust daran verloren? Du hast recht, Bruder. Das ist jetzt deine dritte Verwarnung. Das ist doch nicht Weißt du, wahr, was das sowas. bedeutet? Einen Tag in Einzelhaft. Ich gehe nirgendwo hin, mal gucken, was passiert. Mir steht es bis zum Hals. Ihr steckt mich nicht in Einzelhaft. Du wagst es, dich deiner Sühne zu widersetzen? Lass mich dich Ah! daran erinnern, Bruder, dass Taten Folgen haben. Ah, nee, also das finde ich jetzt aber echt ätzend. Weil ich habe ihn fünfmal gefragt, ich habe ihn fünfmal angesprochen. Oder was? Ich hatte doch diese Tränke gemacht. Und er wollte sie halt einfach nicht. Und jetzt werde ich wegen so einem Mist dann wieder eingeknastet. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Bruder, das tue ich. Ich widersetze mich. Ich habe die Nase voll von euch, eurem Kloster und eurem ganzen Scheißdreck. Macht, was ihr wollt. Du konntest deine Probezeit als Novize nicht erfolgreich beenden. Oh. Hiermit bist du des Benediktinerordens verwiesen. Oh, Geh fort. ich bin unrechtmäßig hier. Hol dir deine Sachen zurück. Okay, jetzt habe ich die Hauptquest versaut, liebe Leute. Ich werde wahrscheinlich neu laden müssen. Heftig. Alles fehlgeschlagen. Krass. Oh mein Gott. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Optional töte einen anderen Novizen. Ich kann also immer noch einen von denen töten. Theoretisch. Ich kann da eindringen nachts. Einen von denen töten. Das reicht ja für die Presse. Also alles schön und gut. Das zieht mich jetzt wirklich bis runter. Alles schön und gut. Ich bin
fälschlicherweise rumgelaufen irgendwo, wo ich nicht hätte rumlaufen dürfen. Es ist nicht so einfach herauszufinden, wo ich laufen darf und wo nicht. Ich fand, dass ich die zweite Verwarnung unrechtmäßig bekommen habe, weil ich mich dort aufhalten durfte im Garten. Da hat ja keiner was gesagt, es war auch nichts zu sehen. Und dann, nur weil ich da gewartet habe, spricht er mich dann an. Keine Ahnung, dass ich nicht da sein darf. Und ich kriege eine Verwarnung. Dann laufe ich dahin, wo ich... dann versuche ich, den beknackten Trank abzugeben. Wollte ich ja machen, mehrmals. Und der hat einfach die Option nicht gehabt. Was soll ich machen? Soll ich das vor die Füße werfen? Und habe ich das Zeug noch? Doch, da ist er. Ich habe zwei Stück gebaut. Ich wollte ihm das geben, aber er hat es nicht genommen. Und dann kriege ich die dritte Verwarnung dafür, dass ich ihm das nicht gegeben habe. Also das ist doch scheiße. Das ist doch wirklich scheiße. Und jetzt bin ich hier. Gut, ich werde mal laden und gucken, hoffen, dass es nicht allzu viel weit weg ist. Wahrscheinlich werde ich die ganze letzte Folge neu machen müssen. So, liebe Leute, jetzt bin ich wieder da, wo ich letzte Folge angefangen habe, nachdem ich wieder Tonis geredet habe. Also ein bisschen weiter. Und muss jetzt, glaube ich, zur Arbeit. Oder? Ich meine, ich muss jetzt zur Arbeit. Ich werde es nochmal versuchen, liebe Leute. Achtung, morgens Arbeit in der Werkstatt. Nee, noch nicht. Eigentlich bin ich hier gerade noch am Essen. Ich war ja vergiftet. Ja, ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Ich werde ganz, ganz brav sein. Werde gucken, dass ich irgendwie in meinen Freizeitbereich komme, sodass ich mich bewegen kann hier. Jetzt darf ich hier... Moment mal, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich muss eigentlich essen. Halbwegs lerne ich mich hier auszukennen. Sondern auch mit dem Herzen Mord. So findet er Seele sein mit dem. Das wird sehr hart, liebe Leute. Wirklich sehr hart. Vor allem, wenn ich mal warte und eine Zeit über, also eine Zeitmarke verpasse, da gibt es ja gleich wieder Ärger. Jetzt muss ich hier rein theoretisch eine Stunde stehen. In-Game-Zeit. Essen will ich nicht. Eh schon zu viel gegessen, hier darf ich nicht hin. Oh mein Gott. Okay, die stehen schon auf. Das heißt, ich darf jetzt vielleicht raus. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht irgendwie so eine Übergangszeit gibt, so... eine halbe Stunde vor dem Zeitpunkt, wo ich irgendwo sein muss, und eine halbe Stunde danach, dass ich da rumlaufen darf. Nee, darf ich nicht. Oh shit. Die laufen ja auch schon rum. Boah, ich hasse dich, du bist blöd. Oh mein Gott. Leder, das wird sehr, sehr hart. Wenn es mich zu sehr nervt, weil ich zu oft in den Kerker muss, ich werde versuchen, mich an die Regel zu halten. Aber das geht auch alles nur innerhalb von eigenen Regeln. Also ich kann jetzt hier nicht zum Beispiel sagen, ich stehe jetzt hier einfach mal drei Stunden einfach rum und mach nichts. Das war ja jetzt schon hier bei der Arbeit mit dem Alchemie-Ding schon so. Also da sind vier Stunden angesetzt oder so. Was war das von 8 bis 12? 4 Stunden sind angesetzt. Brauche 2 Tränke, mache ich. Und was mache ich dann? Ich darf ja eigentlich nirgends hin. Da muss ich ja eigentlich irgendwo stehen und warten, theoretisch. Ich fürchte, das wird ein sehr gestückeltes Let's Play hier im Kloster. Mit abwarten bis zur nächsten Zeit, hoffen, dass es gerade so reicht. Dass ich keinen Ärger bekomme. Und was mir am meisten Magenschmerzen bereitet, ist eben dann, wenn ich erstmal richtig anfange, hier rumzuschleichen. Vielleicht bekomme ich meinen Dietrich. Vielleicht kann ich auch das Blut bestellen. Vielleicht bekomme ich das Blut. Was, wenn ich dann erwischt werde und der durchsucht mich und ich muss in den Kerker, dann muss ich von vorne anfangen. Und ich kann ja nicht jederzeit speichern. Oh, jetzt darf ich. Dankeschön. Ich kann ja nicht jederzeit speichern. Also, und ich kann auch nicht jederzeit schlafen, um zu speichern. Also, das wird echt heftig. So, jetzt darf ich wieder 2 beknackte Tränke brauen. Ist das Neflas? Ah ja. Was gibt es, Bruder? Hier bin ich. Okay. Ich hoffe, dass es jetzt auch klappt mit, mit der Abgabe. Dort ist das Alchemielabor. Tränke. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Heute sollst du 2 Tränke brauen, die die Verdauung anregen. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid. 2 Verdauungstränke. Also, das ging vorher nicht. Oder habe ich das irgendwie übersehen? Also, ich weiß auch nicht. Das ist wieder so eine Stelle im Spiel, wo ich mir denke, was passiert hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Okay, zeig mal her. Da ist er doch. Okay, da muss ich gar nicht lange blättern. 2 mal Kamille, 1 mal Minze. Okay, also dann holen wir mal. Kamille und Minze war das, glaube ich.
Das Problem, das ich auch habe, ist ein bisschen, dass ich gar nicht mich richtig umgucken kann, um rauszufinden, wo jetzt die Grenzen sind und die Regeln. Also wird das Täter nicht angezeichnet im Voraus, bevor ich irgendeinen Raum betrete. Und weil mich dann halt gleich einer schon sieht, bei 20 Mönchen oder sowas, ist es nicht unwahrscheinlich, dass mich einer sieht. Da gibt's gleich schon Ärger. Oh, liebe Leute. Okay. Also, Verdauungstrank. Versuchen wir's mal. Wir brauchen, glaube ich, Alkohol. Ja. Okay, jetzt, ich habe es mir wieder aufgeschrieben. Zweimal Kamille verkleinern. Da rein. Da rein. Verkleinern. Ah, ja. Du warst es gut. Okay. Ab in den Kessel. Zusammen mit dem anderen. Was war das? Minze. Kamille-Minztee. Alles klar. Ich hoffe, das passt. Und das Ganze jetzt einmal kochen. Eine Runde. Ja, mach mal. Und das Ganze... Ich hab's halt jetzt immer noch ein bisschen im Hinterkopf. Das Ganze, während ich eigentlich unter Zeitdruck bin, weil ich nach Brumslavis zurück muss. Das ist was... Das habt ihr mich erinnert. Der Robert hat mich, glaube ich, war das... Der hat mich daran erinnert. Dass ich hoffentlich ja auch vorher... Brumslavis aufgefüllt habe, sozusagen. Ja. Das war jetzt, glaube ich, zu lang. Dass wir genug Geld da haben. Was ich nicht gemacht habe, da habe ich nicht dran gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Oh, das hat es gebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich hätte gedacht, ja, wir gehen da rein, töten den einen Typen und sind am Abend wieder raus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier mehrere Tage drin verbringe. Gut, wo ist er? Neflas. Was wünschst du, Bruder Gregor? Was wünschst du denn? Tränke abliefern. Ich habe alles erledigt. Jetzt geht's. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Ich bin immer noch böse auf ihn, dass es vorher nicht geklappt hat. Vielleicht, weil ich zwischendrin gewartet habe. So, ja, liebe Leute, apropos warten. Was war ich jetzt? Ich habe jetzt Zeit bis um 12. Ich würde sagen, ich warte mal 2 Stunden, weil ich mich hier eh nicht bewegen darf. Achso, das nehme ich wieder mit. Mist, ich muss ja auch in den Garten und mit dem Kollegen wieder sprechen. Wegen dieser Buchseite. Darf ich da jetzt rüberlaufen? Vielleicht nicht. Oh, bitte. So, also hier, wir sind jetzt im Garten. Da ist nicht dieses Dings da, dass ich hier nicht sein darf. Bruder Kellerer. Stopp, da hinten ist er doch, oder? Zirkator, oh, das ist ein Böser. Ich renne hier rum wie so ein Irrer. Ja, jetzt ist Bruder Kellerer leider nicht da. Ich weiß nicht mehr, mit wem ich vorhin gesprochen habe in der letzten Folge. Oder war das in der letzten Folge? Ich glaube, das war in der letzten Folge. Wegen dieser fehlenden Buchseite. Mit irgendjemand habe ich gesprochen. Da hat es eine neue Quest gegeben und ich weiß jetzt nicht, wer das war. Ich kann mit ihm hier sprechen. Ah, Gregor, reden wir. Ich hasse ihn. Ach, ich fand dieses Stück Pergament. Ach, der war das. Es wurde offenbar aus einem Buch gerissen. Wer zerreißt denn ein Buch? Wende dich an den Bibliothekar. Darf ich das jetzt machen? Oder muss ich das während meiner Freizeitzeit machen? Ah, ich will nicht mit dem reden, echt. Gut. Ich denke, wir werden mindestens 1 Stunde schlafen. Bis kurz vor 12. Warten wir einfach mal. Ich hoffe, das geht jetzt. Nicht, dass ich gleich wieder angekackt werde, dass ich im falschen Bereich bin. Könnte sein. Ich bin ja eigentlich im falschen Bereich. Ich soll ja eigentlich zum Alchemie-Mensch gehen. Oh, shit. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Bruder. Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist allerlaster Anfang.
Er war etwas mulmig zumute. Wirklich? Nun gut. Dieses Mal vergebe ich dir. Aber nächstes Mal wirst du wie jeder andere bestraft. Okay. Also, erster Diszi. Ich bin immer noch im falschen Bereich. Muss eigentlich zurück. Also, ich verstehe, dass ich hier nicht sein darf, weil ich ins Alchemielabor reingehöre. Da vorne. Aber dann muss es mir das Spiel auch gefälligst anzeigen. Dann muss ich das ja erkennen dürfen, ob ich hier sein darf oder nicht. Wenn es mir das nicht anzeigt, dann weiß ich auch nicht. Gut, also hier darf ich jetzt theoretisch sein und hier halten wir uns jetzt noch ein bisschen auf, bis es weitergeht für den Tagesplan. Lange kann es ja nicht mehr sein, es ist schon kurz vor 12. Und dann geht es zum Bibliothekar, das ist gut, weil da wollte ich ja eh hin. Okay, ich glaube, so weit bin ich jetzt letztes Mal noch nicht gekommen. Da wurde ich schon verhaftet und ich war schon dreimal im Kerker irgendwie. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Nein, ich will es gar nicht wissen. So, weg mit euch. Ich überlege gerade, also in der Realität wäre es einfacher, glaube ich. In der Realität würde ich dann halt auch 4 Stunden arbeiten können und mich dabei nicht langweilen, anstatt hier nur rumzustehen. So, wo darf ich jetzt hin? Ins Skriptorum, nach links. Ist auch nicht... Hier, oder? Und ich würde auch nicht in den Kerker gehen, weil ich nicht weiß, wo ich lang gehen muss. Hier ist falsch, oder? Ich würde nicht am ersten Tag in den Kerker geworfen werden, nur weil ich nicht weiß, wohin. So, hier bin ich richtig, hier darf ich sein. Was ist denn hier los? Hat einer gewütet, oder? Friede sei mit dir, Bruder. Bibliothekar. Okay. Unterhalten wir uns. Ja. Weißt du etwas über diese Zeit? Ich fand ein Stück Pergament. Es wurde wohl aus einem Buch gerissen. Weißt du, aus welchem? Sieht aus wie eine Seite aus dem Ovid. Was ist Ovid? Der Titel eines Buches? Nicht was, wer? Ovid war ein großartiger römischer Dichter. In der Bibliothek stehen einige seiner Werke, aber eins verschwand eines Tages. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Bruder Eustatius, möge er in Frieden ruhen, war etwas engstirnig, was klassische Literatur angeht. Wenn ein Buch Frauen auch nur erwähnte, nannte er es ketzerisch und erklärte es für gottlos. Wäre es nach ihm gegangen, wären all diese Bücher verbrannt worden. Ich glaube, ich verbrenne das Kloster. Liebeskunst war ihm offenbar ein solcher Dorn im Auge, dass er das Buch stahl und zerriss und dann die einzelnen Seiten versteckte. Alter, nicht wirklich? Wo soll ich suchen? Vielleicht kriege ich hier so einen Passierschein, irgendwie, dass ich überall rumlaufen darf, weil ich die beknackten Seiten wieder zusammenfüge? Das wäre doch was. Aber ja. Eustatius war nicht gerade der Hellste. Er wird die Seiten nicht unwiederbringlich zerstört haben. Ich nehme an, er hat sie überall im Kloster versteckt. Es wird wohl ein Weilchen dauern, sie alle zu finden, aber wenn du es schaffst, wird das Buch in die Bibliothek zurückkehren. Gut, ich werde die Seiten suchen. Ich werde suchen, danke, aber Bruder. Nur... Ich weiß das zu schätzen. Kein Passagier. 10 Seiten müssten es sein, wenn ich mich nicht irre. Im Keller haben wir noch was gesehen. Das schaffe ich niemals. Niemals. Nicht im Rahmen von diesem Let's Play sozusagen. Wenn ich mich hier hinsetzen würde und einfach mal 6 Stunden oder sowas am Stück spielen würde, von mir aus mit Neuladen und was weiß ich, da wird das klappen. Aber ich glaube, wir wollen jetzt hier nicht einfach die nächsten 20 Folgen im Kloster verbringen. Deswegen werde ich das niemals schaffen. Ich bin froh, wenn ich hier rauskomme und die Quest geschafft habe. Was ich bezweifle gerade im Moment. Aber gut, wir werden sehen. Erzähl mir von dem Buch. Kannst du mir etwas über das Buch sagen? Die Liebeskunst ist eine Art Anleitung, die jungen Menschen helfen soll, die Liebe zu finden und zu erhalten. Es ist ein schönes Werk. Ich weiß nicht, was Eustatius so daran störte. Aber wie gesagt, er fand es unmoralisch und zerriss es, damit es seine Mitbrüder nicht verdirbt. Oh mein Gott. Wo soll ich suchen? Wüsste ich das, hätte ich dir die Aufgabe nicht gegeben. Die Seiten könnten überall versteckt sein. Vom Garten bis hin zum Refektorium. Und ich darf nirgends hin eigentlich. Ich habe Seiten gefunden. Habe ich nicht. Ich bin hier, um zu arbeiten. Ich wäre dann hier. Mal gucken, was das für eine Aufgabe Wunderbar. Ist. Höchstwahrscheinlich machst du das zum ersten Mal, aber es ist leichter, als du denkst. Es bedarf nur etwas Übung und Latein. Hier ist das Original und da sind die leeren Pergamente, auf die du das Original übertragen wirst. Verstanden? Du mögest beginnen. Versuch es nicht zu verpatzen.
Ach du Schande, fang an zu schreiben. Im Ernst? Oh, das kann ja was werden. Der arme Heinrich, der kann doch noch gar nicht schreiben. Ja, aus gerissener Brustseite. Ich weiß nicht, wo sie sind. So, ein Heini. Das gebe ich ihm lieber mal. Nicht, dass es mir das wieder abgenommen wird irgendwie. Bibliothekar. Was gibt es, Bruder? Oh mein Gott. Ich habe Seiten des zerrissenen Buches gefunden, aber sie waren nicht alle. Versteckt. Wunderbar. Such nur weiter, den Rest wirst du sicher auch finden. Ja. Sicher. Okay, also jetzt sag ich, oh mein Gott, beginnen zu... Was war das? Kopieren. Jetzt soll ich was kopieren, ohne die Sprache zu kennen? Ah, du Schande, okay. Sufflicam... Sus... Tulupi... Ach du Scheiße. Ex audias et... Et vitam, et viam. Liebe Leute, ich habe mal so ein... Ich glaube, ich habe schon mal erzählt. Ich habe an der Uni, ich habe ja Geschichte studiert, an der Uni mal so einen Kurs besucht, wie und hier, wie hieß es? Paleo... Nee, nicht Paleografie. Doch, Paleografie, glaube ich. Glaube ich. Wo man lernt, diese Buchstaben zu lesen. Und da ging es um nichts anderes, als das einfach nur zu lesen. Wir haben also lateinische Bücher oder lateinische Schriften bekommen. Originale aus dem Mittelalter. Nein, keine Originale, Kopien. Der Originale, also Fotokopien. Und mussten das einfach nur versuchen vorzulesen, versuchen zu entziffern, ohne das Übersetzen oder sowas, einfach nur lesen. Und das wird mir jetzt hier, glaube ich, zugutekommen. Na gut, gucken wir mal. Tufem tute Piers Ad. Ich glaube, oh mein Gott, ich glaube, es ist zu lange her. Ad exa, nee, das unterste passt nicht. Das könnte eher Tionem heißen. Lupiaem. Achso, ich kann mal versuchen zu gucken, welche Wörter überhaupt lateinisch sind. Und das ist, glaube ich, nur das obere. Et viam ereniam nudi teribus. Mihi tribuas. Et ex audias et vitam eternam. Also das ewige Leben mir geben. Ich glaube, das muss das obere sein. Oh, Schande. Supplicem. Aber ich bin mir nicht sicher. Sus. Kipias et. Ah, ich glaube, das passt. Oh, es geht weiter. Nun et gladi. Janitipet. Oh, der arme Heinrich. Oh mein Gott. In manibus eorum. In ihren Händen. Also da steht auf jeden Fall nun et am Anfang, würde ich sagen. Manibus eorum. Eus filus Israel populo apio. Das ist falsch. Es ist eine coole Aufgabe auf jeden Fall. Eus filiis Israel populo ad propinqui ad propinquanti sibi dem Volk irgendwas, das Wort kann ich nicht, seinem Volk und seinem Sohn Israel, seinem irgendwas Volk. Ja. Ich hoffe, das passt. Er guckt glücklicher als ich, glaube ich. Das ist cool. Unser Schmiede Heinrich. Auf einmal lernt er zu schreiben hier. Auf Latein! Ich fasse es nicht. Okay, müssen wir jetzt die Aufgabe abgeben? Übergib den Bibliothekar. Oh Gott, ich trau mich kaum. Oh Gott, oh Gott. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht! Ich werde dir noch zum Prior aufhören. Ich kann mich selber zum Prior aufstellen lassen für die Wahl. Okay, liebe Leute. Ich denke, wir sind am Ende der Folge angekommen. So ungefähr. Und ich werde jetzt hier speichern. Das hat den Vorteil, also ich werde jetzt hier aufhören, speichern und verlassen. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt
das gespeichert habe. Und fürs nächste Mal ist nicht alles dann weg. Ja, liebe Leute, also ich bin ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Ob dieser schwierigen Aufgabe, die mich hier erwartet. Na, aber wir werden sehen. Na gut, also solange das alles in fairen Maßen wäre, wäre das alles in Ordnung. Aber ich finde es halt einfach, ich habe schon gesagt, ich finde es einfach unfair, dass ich quasi am ersten Tag schon richtig verkerkert werde und verwarnt werde, weil ich mich irgendwo hinbegebe, wo ich nicht sein darf. Weil ich kenne mich ja hier noch gar nicht aus. Aber gut, genug gemeckert, würde ich sagen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lucida.